So, hallo und herzlich willkommen. Hier mal wieder ein ganz spannendes Interview. Und heute habe ich einen meiner Ausbilder hier auf der anderen Seite, den lieben Sebastian Dietrich, der jetzt gerade auf der anderen Seite der Welt unterwegs ist. Und ich denke und hoffe, dass die Internetverbindung bleibt. Wir werden heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, Östrogene, Östrogendominanz. Da das nicht nur Frauen betrifft, sondern auch uns Männer, haben wir da natürlich einiges auch an Lösungen in petto und möchten hier ganz viele Informationen bereitstellen, damit du da draußen in der Lage bist, eine Östrogendominanz zu erkennen, erstmal zu wissen, was es ist und vor allem auch Ideen zu entwickeln, wie du sie lösen kannst und was du dagegen tun kannst. Sebastian, cool, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich doch den Zuschauern da am besten nochmal selbst kurz vor. Thorsten, hi und Konnichiwa von meiner Seite. Ich bin in Japan. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein auf deinem Kanal, in deiner Show. Ja, ich bin Health Coach oder Performance Coach, habe eine eigene Ausbildungsacademy für Functional Nutrition Coaches, für Epigenetik Coaches, für Performance Coaches. Bald auch für das Thema Langlebigkeit. Ich arbeite an einem Ausbildungskonzept zum Longevity Coach. Das heißt, es wird in den nächsten Monaten veröffentlicht. Ansonsten befasse ich mich gerne mit den unterschiedlichsten und komplexesten Themen des menschlichen Körpers. Einerseits hochkomplex, aber auf der anderen Seite ist es im Endeffekt auch ein System, was am Ende zusammenspielt. Deswegen finde ich es so super spannend, über Gesundheit zu sprechen, weniger über Krankheit. Ich bin ja kein Mediziner, deswegen mein Drive liegt eigentlich darin, so das System zu optimieren oder einfach die Gesundheit zu erhalten, beziehungsweise die Langlebigkeit, und dann sind wir wieder beim Thema, die Langlebigkeit zu unterstützen, beziehungsweise vielleicht sogar das biologische Alter ein paar Jährchen zurückzudrehen. Denn genau das, weiß man, ist heute sogar möglich. Genau, habe letztens auch was gehört, irgendwo in einem Podcast. Theoretisch werden die 150 Jahre angepeilt, 120 sollten auch für viele Menschen unter optimalen Bedingungen heute ganz gut möglich sein. Nur die optimalen Bedingungen erreichen viele natürlich leider heute relativ herausfordernd, weil wir ja von der Genetik her heute nicht unbedingt für das Leben gemacht sind, in dem wir uns befinden und da schon einiges an Aufwand und Wissen mitbringen dürfen, um das zu auch wirklich zu schaffen, diese 120. Und vor allem geht es ja nicht nur darum, alt zu werden, sondern gesund alt zu werden. Und genau da kommen dann die Themen ins Spiel, die wir auch heute mit anreißen. Und Langlebigkeit hat letztendlich auch was mit den Hormonen natürlich zu tun, wie gut die Hormone funktionieren. Und heute wollen wir uns um das Thema Östrogene so ein bisschen kümmern. Was ist denn so die Herausforderung bei Östrogene oder beim Hormonthema allgemein? Wo siehst du das? Also um da vielleicht die Brücke zu schlagen, auch zur Langlebigkeit, da geht es ja im Endeffekt darum, die Zelle zu verjüngen. So wie du das gesagt hast, das oberste Ziel vielleicht, das ist 120, 140 zu werden. Vielleicht mit 120 die Lebensjahre wieder zurückzudrehen, um 10, 20 Jahre. Dann, wenn die Forschung wieder voranschreitet, dann kann man sie vielleicht wieder um 10, 20, 30 Jahre zurückdrehen, bis am Ende vielleicht dieses ultimative Ziel da ist, der Unsterblichkeit. Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, will ich das denn überhaupt? Das hat ja auch einen moralischen Aspekt. Viel wichtiger aber, denke ich, ist es, dass wir gesund altern. Und das ist ja, sollte eigentlich im Vordergrund stehen. Wenn es um den Alterungsprozess geht oder auch um den Verjüngungsprozess, dann spricht man eigentlich ja um den kleinsten Baustein. Und das ist die Zelle, aus der wir bestehen. Und unterschiedliche Zellen produzieren dann natürlich auch Hormone. Und wenn wir die Zelle quasi verjüngen, oder vielleicht erstmal, wenn die Zelle älter wird, das muss man vielleicht so erstmal sagen, dann ist die Zelle eben irgendwann vielleicht auch nicht mehr in der Lage, ausreichend Hormone zu produzieren. Bei den Frauen ist es dann eindeutig so, dass die Progesteronproduktion ja schon ab dem 30., so 35. Jahr eigentlich langsam und stetig abnimmt. Mit der Östrogenproduktion sieht es ja noch anders aus. Das geht dann quasi ja mit der Menopause einher, dass es einen rapiden Abfall gibt. Bei den Männern ähnlich, da ist es, oder ähnlich muss man sagen, dem Progesteron, da ist es halt auch ein stetiger Abfall, der jetzt nicht so abrupt stattfindet, wie im Falle des Östrogens. Und wenn dann eben das Ziel ist der Langlebigkeit, dann sprechen wir natürlich auch darum, die Zellen, die Hormone produzieren, eben auch wieder zu verjüngen, dass vielleicht sogar auch wieder die entsprechenden Hormone
ja, mehr produziert werden können. Östrogene in dem Fall, du hast es angesprochen, das ist ein großes Thema, nicht nur für Männer und Frauen. Und das hat natürlich vor allem einen epigenetischen Hintergrund. Du hast jetzt vorhin auch die Genetik angesprochen, dass du gesagt hast, wir sind genetisch oder unser genetischer Bauplan ist gar nicht dazu ausgerichtet, in der heutigen Umwelt zu florieren oder gesund alt zu werden. Das ist richtig, so schnell können wir uns leider nicht anpassen. Aber man muss sagen, positiv auf der anderen Seite steht die Epigenetik. Das heißt, wir können eben auch noch positiv auf unsere Zelle einwirken, auf unsere Gesundheit einwirken, auf unsere DNA einwirken. Und auf der anderen Seite aber auch negativ. Deswegen, da wir heute noch so vielen Belastungen ausgesetzt sind, in Form von zum Beispiel Umweltgiften oder auch Medikamenten, die eingenommen werden, die dann im Körper als sogenannte Xenoöstrogene wirken. Das funktioniert dann epigenetisch so, dass eben Gene, die Östrogene produzieren, hochreguliert werden, einerseits, also epigenetisch, teilweise dann eben auch so, dass vor allem die negativen Östrogene, da muss man eben sagen, dass wir unterschiedliche Östrogene und unterschiedliche Östrogen-Metaboliten produzieren. Dann gibt es schützende, dann gibt es eher die toxischen, die dann auch Brustkrebs oder andere karzinogene Prozesse auslösen. Die gilt es natürlich in erster Linie eigentlich zu vermeiden, aber durch diese Xenoöstrogene passiert eben genau das, dass diese Gene dann dahingehend exprimieren, dass vor allem diese toxischen Zwischenprodukte produziert werden. Nicht nur das, dass sie produziert werden, sondern teilweise wird dann eben auch ihre Wirkung verstärkt oder eben dann auch der Abbau verhindert. Und da spielen einerseits natürlich vor allem die Umweltgifte eine große Rolle, aber nicht nur jetzt die Umweltgifte, sondern eben, was man vielleicht auch, kann man grundsätzlich auch schon als Umweltgift deklarieren, ja auch sowas, was man vielleicht nicht zwingend den Umweltgiften jetzt zuordnen würde, aber sowas wie Schminke zum Beispiel und Cremes, wo man als Frau ja meistens denkt, man tut sich und seiner Haut eher was Gutes und die Haut wird glatt und seidig. Nee, da sind meistens natürlich schon eben Giftstoffe drinnen, die als Xenoöstrogene im Körper wirken können und dann eben vor allem die toxischen Östrogenproduktion anregt, dann wie gesagt eben auch ihre Wirkung verstärkt, vielleicht sogar den Abbau verhindert. Sehr spannend und sehr, sehr komplexes Thema, um es noch ein bisschen einfacher für die Zuschauer zu halten. Die Gene, die dann letztendlich aktiviert oder nicht aktiviert werden, das sind Themen, die können wir durch unseren Lebensstil, durch unsere Bewegung, durch Ernährung natürlich entsprechend beeinflussen, damit so ein Gen aktiver oder entsprechend weniger aktiv ist. Und Toxine ist ja auch ein spannendes Thema heutzutage. Du hast jetzt Kosmetik, Pflegeprodukte angesprochen. Auch wir Männer nutzen ja irgendwie Deos, Duschgel oder so. Die billigste Variante aus dem Discounter. Das würde ich einfach mal einscannen und da reinschauen, was da drin ist. Gibt es einfache Smartphone-Apps, wo ich schon erkennen kann, ob da hormonell wirksame Bestandteile drin sind. Die werden von den Apps super angezeigt. Und was weniger heute auf dem Schirm haben, ist das Thema Elektrosmog, Strahlung. Und da hast du bestimmt auch so das eine oder andere Idee, was da noch eine Rolle spielen könnte, oder? Ja, EMFs sind natürlich hochtoxisch. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Tabakindustrie. Als vor x Jahrzehnten die Tabakindustrie noch schwer behauptete, dass eben Rauchen nicht krebsfördernd sei, da hat man dann Unmengen von Geld in die Hand genommen und hat Studien finanziert, die gezeigt haben, dass es eben nicht schädlich sei. Kam dann mal eine einzige Studie raus, die gezeigt hat, dass es doch krebserregend ist, dann hat man einfach nochmal mehr Geld in die Hand genommen und hat dann wieder neue, meist irgendwie so im Verhältnis von 10 zu 1, neue Studien aufgesetzt, die dann wieder das untermauern sollten, dass es eben nicht toxisch ist. Ich glaube, wir befinden uns in einem ähnlichen Prozedere, was so das EMF angeht. Es gibt ja mittlerweile etliche Studien, die zeigen, dass EMFs toxisch sind. Da muss man aber natürlich auch immer genau hinschauen, weil der eine denkt vielleicht, ach, für mich, mir macht das gar nichts aus und das kann doch gar nicht sein. Es ist bestimmt nicht toxisch. Das Gleiche ist natürlich auch zu sehen,
wenn es um Giftstoffe geht. Wenn wir jetzt einen Wildfangfisch und der ist vielleicht belastet mit Schwermetallen, dann mag mir der erstmal vielleicht auch nichts Böses tun. Und das hat einfach einen individuellen Hintergrund. Das kann natürlich auch eine genetische Prädisposition sein, dass manche besser oder schlechter die Giftstoffe ausscheiden. Aber in erster Linie steckt eigentlich natürlich dieses Konzept auch dahinter. Ich beschreibe es immer gerne als Stressfass. Wenn wir mit den unterschiedlichsten Stressoren einfach von außen belastet werden, das kann eben Stress in der Arbeit sein, das kann Stress sein, weil wir Nährstoffmängel haben, das kann dann eben auch noch die toxische Last sein aus den Lebensmitteln oder auch aus den Hygienemitteln. Wenn dann nochmal die elektromagnetischen Felder daherkommen, in Form von 5G zum Beispiel, dann kann eben zum Beispiel das der Auslöser sein, dass das Fass dann überschwappt und vielleicht eine Krankheit entsteht. Ich glaube, in den seltensten Fällen ist es ein Parameter, der irgendwas auslöst. Am Ende sind wir einfach schwer belastet aus den unterschiedlichsten Bereichen her. Und dann ist es vielleicht so dieses eine, was dann das Fass zum Überschwappen bringt, vielleicht mal der zu heftige Stress in der Arbeit. Aber unser System war eigentlich bis dahin schon massivst überladen. Ja, das ist definitiv ein gutes Stichwort und ist auch meine Erfahrung. Und du liest ja oft auch irgendwelche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für irgendwelche Toxine und Stoffe. Nur werden halt in diesen Bescheinigungen oder im Labor da entsprechend dieser eine Stoff in ganz geringer Dosis getestet. Und es weiß nie jemand, wie sich das Ganze im Körper akkumuliert, welche Toxine da in Summe zusammenkommen und letztendlich dann das Fass zum Überlaufen bringen, ob das dann Elektrosmog ist oder irgendwelche Glyphosatbestandteile oder irgendwas aus Kosmetika. Und dann wird es in Summe natürlich im Körper viel zu viel. Und da gibt es keine Studien dazu, meines Wissens, die da irgendwas Positives bewirken können, sondern eher viele, viele Symptome, die dann zusammenkommen und wo wir dann sehen, okay, da liegt eine massive Giftstoffbelastung vor, was sich dann auf die Hormone auswirkt und was dann im Körper auch hormonell wirksam wirkt als Östrogen, als Xenoöstrogen wiederum. Ne? Ja, es gibt wunderbare Studien, die jetzt am Beispiel von EMFs zeigen, dass es sich negativ auswirkt aufs Hormonsystem im Falle von Melatonin zum Beispiel, also unserem Schlafhormon. Da weiß man, dass es eine direkte Begrenzung gibt an der Produktion von Melatonin, also dass die Melatoninproduktion hemmt, das natürlich dann auch sich negativ auswirkt auf die Schlafqualität. Man weiß auch aus Studien, dass EMFs Superoxid produzieren. Das ist ein starkes reaktives Molekül, also zählt zu den reaktiven Sauerstoffspezien, die quasi im Körper toxisch wirken. Die muss der Körper auch erstmal abbauen. Da gibt es ein antioxidatives System im Körper. Bei vielen gibt es dafür auch wieder genetische Prädispositionen, dass es nicht so gut funktioniert. Hat dann natürlich aber auch noch mit der Ernährungsweise zu tun. Das heißt, ich muss gut beladen sein mit Antioxidantien. Wo sind die vor allem drinnen? In ja, buntem Gemüse, und da hängt es auch wieder an der Ernährung. Wann kriegen wir denn heute noch wirklich gutes Gemüse, was auch noch nährstoffreich ist? Das ist einfach so, dass unsere Nahrung heute gar nicht mehr so viele Nährstoffe aufweist wie früher. Das heißt, wenn wir es auch von der Nahrung schon nicht bekommen, dann müsste man es wieder supplementieren. Die Proteine sind auch ganz, ganz wichtige oder stellen auch ganz, ganz wichtige Bausteine dar in Form der Aminosäuren für viele der im Körper produzierten Antioxidantien, zum Beispiel Glutathion, das stärkste körpereigene Antioxidans, braucht ja drei Aminosäuren. Also wenn wir Aminosäurenmängel im Körper aufweisen, dann tut sich einfach da der Körper sehr schwer dagegen zu halten, wenn wir von außen eben quasi, ja, eigentlich schon ziemlich beladen werden, einfach mit Giftstoffen oder eben dann auch von diesen toxischen Radikalen, die im Körper entstehen. Ja, sehr wichtig. Eat the Rainbow heißt immer, immer so schön, Ja. buntes Gemüse essen, viel bunt, am besten alle Farben dann irgendwie in die Ernährung einbauen. Und bioregional, saisonal halte ich immer für sehr wichtige Stichpunkte, wo sich jeder überlegen darf, wie er da an gute Qualität drankommt, weil so die herkömmliche Ware aus dem Discounter, die dann vielleicht noch um einen halben Erdball geflogen wird. Die ist natürlich, was Nährstoffe angeht, eher so homöopathische Mengen da vielleicht noch vorhanden, aber ansonsten nicht wirklich was, ne? Ja, und
Das Positive ist natürlich schon, dass es viele oder dass es eigentlich eine ganz gute Szene gibt auf der einen Seite, die eben Gesundheitsthemen oder für Gesundheitsthemen sprechen, so wie du mit deiner Show zum Beispiel, Thorsten. Oder auch, ich denke, die Yoga-Szene zählt auch sehr mit dazu, auch teilweise die Vegetarier und Veganer, wobei da gibt es auch wieder eine Downside. Die Downside ist eben dann auch wieder die Industrie, die dann zum Beispiel vielleicht jetzt speziell am Beispiel des Veganismus, ja, die veganen Burger, Beyond Meat und so weiter, rausbringen, die halt auch hochtoxisch sind für den Körper, die schwerst verarbeitet sind mit vielen Chemikalien. Und dann denkt man, naja, ich ernähre mich jetzt vegan in dem Fall und ist eben einen von diesen Beyond-Burgern oder wie sie auch heißen mögen, schiebt sie aber extrem viele Giftstoffe rein. Nicht nur das, die Industrie geht natürlich auch so weit, dass jetzt nicht nur diese künstlichen veganen Burger produziert werden, sogar künstliches Fleisch. Ich habe dazu neulich einen Post rausgehauen auf meiner Seite und habe mich da ein bisschen eingelesen. Wir stehen ja kurz davor, dass künstliches Fleisch auf unsere Teller kommt. Wir stehen im Endeffekt nicht kurz davor, sondern es ist sogar schon passiert in Asien, in Singapur. Gibt es schon Restaurants, da gibt es künstliches Hähnchen. Das hat vor Jahren begonnen, als der unmögliche, The Impossible Burger produziert wurde. 2012, glaube ich, war das. Der hat dann noch $300.000 gekostet. Sind dann viele Investoren an Bord gesprungen, unter anderem Gates etc., die eben da viel Geld gerochen haben und die das Ganze unterstützen. Und jetzt ist man mittlerweile so weit, dass man eben ein so ein künstliches Fleisch oder Patty-Burger für so einen Hamburger auf 10 Euro oder Dollar runter hat. Und es ist eigentlich schon ziemlich massentauglich. Wie gesagt, die Asiaten sind da in Singapur zumindest schon weit vorne dran. Das gibt schon. Ich denke, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage Zeit, bis man das ausrollt. Und das ist natürlich ein Milliardenkonzept. Was damit reinspielt, ist natürlich auch das Thema die grüne Agenda. Das heißt, dass man einfach heute Farmer oder Bauern mit CO2-Abgaben belastet für ihre Viehzucht, dass man es denen einfach massiv erschwert, auch gutes Fleisch produzieren zu lassen, sodass dann im Umkehrschluss man sagen kann, ja, man hat jetzt hier die Lösung, CO2-neutral im Labor quasi uns zu ernähren. Ja, da sprechen wir jetzt natürlich auch wieder im weitesten Sinne von Xenoöstrogenen. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber auch da sind es natürlich Umweltgifte, die im Körper dann toxisch wirken, dementsprechend auch als Xenoöstrogene wirken können. Ja, es ist auch wichtig, dass jedem das immer wieder bewusst wird, was da so alles passiert, was da auf uns zukommt und was es vielleicht jetzt auch schon gibt, was unseren Körper belasten kann. Und was sind denn so die typischen Symptome oder Beschwerdebilder, die deiner Erfahrung nach mit dieser gesamten toxischen Belastung zusammenhängen können? Natürlich sehr, sehr vielfältig. Lass vielleicht einfach mal 3, 4, 5 typische Beschwerden da rausgreifen, die immer wieder aufpoppen, wo erfahrungsgemäß auch die Schulmedizin wenig Lösungen zu bieten hat aktuell. Ja, das ist ganz, ganz breit gestreut. Also das geht los schon mal von einer ungünstigen Körperfettverteilung eigentlich bei Frauen rund um die Gynoidregion, das eben korreliert mit einer Östrogendominanz. Das geht aber dann bis dahin, dass das Hormonsystem derart gestört ist, dass eine Unfruchtbarkeit sogar da ist, dass man nicht schwanger werden kann. Das hat dann natürlich auch mit Stimmungsschwankungen, mit PMS und so weiter zu tun, mit Schlafstörungen, mit vielen anderen hormonellen Störungen, wie zum Beispiel polyzystisches Ovariasyndrom oder Endometriose. Das heißt nicht, dass die Östrogene diese Krankheiten auslösen, gibt aber Korrelationen zu. Und man weiß auch, wenn man die toxische Last oder die Östrogene eliminiert und vielleicht eher wieder eine Balance reinbringt zwischen Progesteron und Östrogen, dann werden auch hier die Symptome besser. Also das ist ganz, ganz breit gestreut. Bei Männern gibt es das natürlich genauso, dass der Mann, natürlich braucht der Mann auch Östrogene und man sollte eigentlich auch die Östrogene gar nicht verteufeln, weil beide Geschlechter brauchen das Hormon ja auch, sonst würden wir es ja auch gar nicht produzieren.
Wichtig ist eben hier einfach eine gesunde Balance zu haben. Wir Männer brauchen halt viel, viel weniger natürlich als die Frauen, aber auch wir sind natürlich ordentlich damit belastet. Und das äußert sich. Fängt zu hängen. Das korreliert eben 1:1 mit Östrogenen. Das kennt man ganz klassischerweise im Bodybuilding, wenn die Bodybuilder Muskelaufbau betreiben wollen und sich Testosteron injizieren, dann ist es so, dass ja nicht bei allen es zu einem Brustwachstum kommt, aber vor allem bei denjenigen, die zu viel Körperfett, haben, weil vor allem im Körperfett die Östrogene sitzen, beziehungsweise ein Enzym, was dann aus Testosteron Östrogene herstellt. Also es kann einfach sich negativ auf beide Geschlechter auswirken. Auf der einen Seite, wie gesagt, brauchen wir es, ist auch wichtig für den Knochenstoffwechsel, aber auf der anderen Seite eben ist es wichtig, eine Balance zu haben und wir sind eben heute massiv belastet von außen. Und da darf man aber auch eine Sache nicht vergessen, das ist eben auch das Thema, vor allem dann bei Frauen eben die Antibabypille, die eben dann schon in jungen Jahren gegeben wird, verabreicht wird und sich das ja über Jahre hinweg massivst negativ auswirkt, was dann vorderscheinlich das größte Problem teilweise ist, dass die Periode sogar bis zu Jahre lang aussetzen kann. Nicht aber nur das, und zwar ist man mittlerweile sogar der Meinung, es gibt aber glaube ich auch noch keine wissenschaftlichen Arbeiten dazu, aber zumindest Vermutungen, dass eben auch durch diese schwere Last der Östrogene es zu einer epigenetischen Umprogrammierung kommt, dass eben auch wenn man jetzt die Antibabypille eliminiert oder insgesamt seine Östrogenlast herunterfährt, trotzdem der Schalter quasi umgelegt ist und der Körper trotzdem auf Östrogendominanz gepolt ist. Das heißt, es ist hier so eine Art, hat hier so eine Art traumatisches Erlebnis auf der Zelloberfläche stattgefunden, das, was hier quasi zu einer Veränderung der Expression geführt hat, der DNA-Expression. Das heißt, auch wenn wir dann wieder alles richtig machen, dann mag das auch nicht ins Lot kommen. Das heißt, hier müsste man dann schauen, dass man hier diese epigenetische Umprogrammierung in Form von einem Trauma-Release zum Beispiel, da gibt es auch unterschiedlichste Methoden, sowas dann wieder auflösen kann. Sehr spannend. Das geht ja dann auch so in den unterbewussten Teil über, wo ich da vielleicht mit verschiedenen Techniken dann ans Unterbewusstsein drangehen darf, um dieses Thema dann aufzulösen, weil die Gene oder letztendlich auch die Zellen, die Mitochondrien, alles letztendlich auch durch die Emotionen, durch die Gedanken irgendwo beeinflusst wird. Und 95% unserer Handlungen werden ja durchs Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn da irgendwelche Traumata oder negative Emotionen drin sind, dann habe ich da natürlich massiven Einfluss drauf. Und da ist es ganz, ganz wichtig, das Unterbewusstsein mit reinzunehmen. Wie würdest du jetzt, oder andersrum, du, ich, ja, denke ich mal, haben dann ein ganz gutes Gefühl mittlerweile dafür, nach jahrelanger Arbeit mit verschiedenen Menschen, dass man einfach aus dem Gespräch raus, vielleicht auch aus dem Anblick von einem Körperbau schon relativ genau sehen können und raushören können, wo möglicherweise eine Belastung ist und wie so die nächsten Schritte aussehen würden und können das natürlich dann durch verschiedene Tests nochmal verifizieren. Wenn da draußen jetzt jemand sagt, er möchte vielleicht erstmal allein angehen, wie kann jemand herausfinden, ob eine Belastung durch Toxine, durch Östrogendominanz ähnliches vorliegt? Was würdest du da raten? Ja, man kann natürlich die unterschiedlichsten Laborparameter eigentlich zur Hand ziehen. Ich denke aber, so weit muss man gar nicht gehen, wenn du jetzt sagst, was kann man in den ersten Schritten machen. Ich denke, das kann man ja auch dann in den folgenden Schritten machen, wenn man sich vielleicht ein bisschen intensiver damit befassen möchte. Grundsätzlich, wenn ich es rausfinden möchte, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Anamnesebögen, wo ich mich mal durcharbeiten könnte und dann kriege ich einen ganz guten Einblick. Aber nicht mal das brauche ich, sondern ich brauche eigentlich nur ein gewisses Bewusstsein und muss mal in mich gehen und reflektieren und mir mal einen Überblick verschaffen, was ich in mich so alles reinschaufle oder von was ich quasi umgeben bin. Also mal, du hast ja vorhin Codecheck genannt, die App, einfach auch mal durchgehen, jetzt vor allem bei Frauen, welches
welche Schminke, welche Lotions, welche Cremes benutze ich hier überhaupt? Weiß, dass die Frau sich im Schnitt über 50, 150 unterschiedliche Chemikalien allein auf die Haut aufträgt in Form von Schminke und so weiter, die dann im Körper toxisch wirken. Das heißt, das erstmal alles zu hinterfragen bzw. auszutauschen, dann anschließend mit Naturkosmetika. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt, dass man seine Umgebung da mal beleuchtet und alles austauscht. Das zweite ist sicherlich die Ernährung, dass wir natürlich konventionelles Fleisch so gut wie möglich meiden sollten und vor allem dann eben auf Biofleisch umsteigen sollten, auf organisches Fleisch, was halt nicht belastet ist. Grundsätzlich aber auch Gemüse hinterfragen. Das heißt, all die Pestizide, auch hier sollte man eigentlich auf organische Lebensmittel umsteigen, beziehungsweise vom Bauer seines Vertrauens sich die Sachen besorgen. So, dann kann man auch noch drauf schauen, welche Lebensmittel nehme ich denn zu mir? Denn häufig ist es so, dass ja viel Sojaprodukte auch gegessen werden. Das heißt, auch hier wird dann in Form von Phytoöstrogenen weiterhin die Östrogenlast im Körper steigen. Das heißt, hier vor allem dahin schauen, dass man muss das ja nicht zu 100% eliminieren. Ich denke, mit einer 80-20-Regel fährt man da grundsätzlich ganz gut, je nachdem, was man halt so selbst mitbringt, für eine Historie oder Krankheitshistorie, was auch immer. Aber zumindest das Bewusstsein ist ja ganz, ganz wichtig, dass man eben die Sachen, die man eliminieren kann, weil das kostet ja nichts. Das kann ich erstmal schon alles rausbringen. So, und wenn ich dann quasi schon mal alle möglichen Stressoren oder die größten Belaster eliminiert habe, dann kann ich auch mal schauen, wie geht es grundsätzlich meinem Körper. Der Darm ist ja ganz, ganz wichtig, weil über den Darm wir ja die verbrauchten Hormone auch wieder ausscheiden. Wenn es da eine Dysbiose gibt, dann werden die Verbindungen auch wieder aufgespalten, werden wieder aktiv im Körper. Das heißt, der Darm ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Basis, wenn man viel eliminiert und wenn man den Darm auf Vordermann bringt, dass man sich da was Gutes tut. Im zweiten Schritt kann man natürlich dann noch mehr machen, kann man natürlich noch mal gucken, wie kann ich einen Detox machen, wie kann ich entgiften, wie kann ich vielleicht sogar, wir haben vorhin über unterschiedliche Östrogenmetaboliten gesprochen, wie kann ich da schauen, dass vielleicht nicht die toxischen primär produziert werden, sondern vor allem eher die schützenden. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Nährstoffe, wie man dann epigenetisch hoch und herunter regulieren kann. Wie kann ich das zum Beispiel unterstützen? Ich könnte dann nochmal in meine Genetik auch reinschauen. Wie bin ich überhaupt dazu auch in der Lage, Östrogene abzubauen? Dafür ist ja primär das COMT-Gen wichtig als erste Schutzinstanz sozusagen. Die zweite Schutzinstanz ist es dann das GST, Glutathion-S-Transferase, die da wichtig sind als Antioxidantien. Da kann man dann auch nochmal hinschauen. Also nach oben hin sind dann eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Ja. Aber ich denke jetzt vor allem für die Zuhörer ist es einfach wichtig, hier eine gute Basis zu haben und erstmal die großen Belastungsstellen einfach eliminiert. Perfekt, sehr, sehr wertvolle Tipps und liebe Leute draußen, einfach machen, Darm angucken, Ernährung angucken und dann auch mal überlegen, wie so die Alltagsbelastung ist, was vielleicht auch Frequenzen angeht, also Elektrosmog. Habe ich einen Bürojob, wo vielleicht mehr Elektrosmog ist, arbeite ich in einem Kosmetikstudio, wo ich vielleicht ganz andere Toxine um mich herum habe. Jeder Job bringt also seine eigenen Belastungen mit sich. Und das dann irgendwo einfach mal reflektieren und dann darauf achten, dass da möglichst viel Positives in den Körper reinkommt. Das kann ich auch mit kleinem Budget schon anfangen und definitiv gut umsetzen. Und wie Sebastian gesagt hat, oder wie du sagst, schon nach oben hin gibt es keine Grenzen, auch was die Analysen angeht, was die Methoden angeht. Da gibt es natürlich mittlerweile sehr viel, was die Wissenschaft hergibt. Und je nach individuellen Anwendungsfall kann sein, dass ich mit den Basic Steps da schon viel erreiche oder dann entsprechend da auch noch mehr in die Tiefe gehen darf, um dann noch mehr zu erreichen.
Sehr geile Tipps auf jeden Fall da draußen. Was denkst du vom Zeitraum her? Bis da jemand Verbesserungen spürt oder was sind so deine Erfahrungen, wie schnell das da jemand Erfolge spüren, sehen, merken kann? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es geht ja auch darum, welche Erfolge hätte ich denn gerne, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein besseres Hautbild zu bekommen, dann kann das sehr schnell gehen. Wenn es jetzt vielleicht darum geht, schwanger zu werden, wenn die Ursache denn darin liegt, in der Östrogendominanz, vielleicht sogar in einer epigenetischen Modifikation bedingt durch die Östrogene, bedingt durch Stress, dann mag das vielleicht ein bisschen länger dauern, bis eben dieses Trauma gelöst wurde. Da gibt es dann auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Deswegen kann man da eigentlich nicht wirklich von einem durchschnittlichen Timeframe sprechen. Aber so die klassischen Symptome, vielleicht wie Stimmungsschwankungen oder wieder eine relative Balance im Hormonsystem erwirken, das funktioniert eigentlich relativ schnell. Da kann man eigentlich schon innerhalb von 2 bis maximal 4 Wochen ganz, ganz gute Resultate sehen. Ich denke sogar, dass man in einer Woche, wenn es vielleicht um ein Hautbild geht, ganz gute Resultate sehen kann, wenn man viele Sachen eliminiert und den Darm auf Vordermann bringt, dass die Toxine auch wieder ausgeschieden werden können. Das geht dann doch relativ schnell. Sehr geil. Einmal richtig gemacht, dann geht es auch schnell. Und ich erlebe immer wieder, dass viele Menschen da Ewigkeiten rummachen und von Tante Erna dann Produkt XY empfohlen haben und dann hier was ausprobieren und dort was ausprobieren und auf Social Media dann irgendwo was lesen. Das ist nicht unbedingt immer zielführend. Deswegen einfach mal back to basics, die wichtigen Grundlagen, die wir jetzt hier genannt hatten, auf jeden Fall schon mal umsetzen. Und dann kann es natürlich weitergehen. Sehr, sehr geil. Hast du zum Abschluss noch ein paar andere wertvolle Ideen, Tipps, was die Menschen da draußen machen können? Vor allem Männer, Frauen spielt es keine Rolle, weil Östrogendominanz betrifft ja auch jeden. Ja, man merkt ja, ich befasse mich da schon ziemlich intensiv damit und dann kann das einfach auch ganz schnell sehr komplex werden und auch kompliziert werden. Deswegen vielleicht als so abschließendes Wort möchte ich es dann doch irgendwie so einfach wie möglich abschließen. Und ich glaube, unser Bewusstsein ist einfach ganz, ganz wichtig und dass wir einfach wieder mehr anfangen sollten, ins Bewusstsein zu kommen, in die Reflexion zu kommen, uns mit der Natur zu verbinden, das ist super wichtig. Und wenn wir Sachen hinterfragen, unseren Verstand einschalten oder auch auf unsere Gefühle hören, denn ich glaube, das ist das, was wir auch am meisten verlieren, dass wir einfach abgestumpft werden, dass wir den ganzen Tag bombardiert werden mit den unterschiedlichsten Einflüssen und gar nicht mehr irgendwie in die Zeit kommen, in der Reflexion stattfinden kann, also wo uns vielleicht auch langweilig ist, wo wir mal eben auch wieder fühlen können. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass wir uns Auszeiten nehmen, dass wir unserem Gehirn auch diese Off-Phasen bieten. Und allein dadurch, glaube ich, durch diese Schärfung des Bewusstseins, können wir schon ganz, ganz viel erreichen. Und alles andere kommt dann von alleine. Die Ernährung, die Eliminierung, die Hinterfragung von gewissen Produkten, vielleicht insgesamt sein Leben auf den Kopf zu stellen, weil man dann vielleicht doch irgendwie jetzt einen ganz, ganz gesunden Lifestyle auf einmal einschlagen möchte und man möchte doch wieder mehr machen. Also daraus können ja ganz wundervolle Sachen entstehen. Deswegen so einfach wie möglich das Bewusstsein zu schärfen, hört sich vielleicht für viele so einfach an. Für den einen oder anderen kann es aber dann doch wieder schwieriger sein, weil der Griff zum Telefon oder zum Netflix oder wo auch immer hin ist dann einfach sehr, sehr einfach. Sehr wertvoll, back to basics, wichtige Tipps zum Abschluss. Ja. Zurück in die Natur, Smartphone daheim lassen, einfach die Natur genießen, ist schon ein Energiebooster, das ist der Knaller und bewusst drauf achten, sehr geil. Lieber Sebastian, vielen Dank für die ganzen wertvollen Informationen, die du rausgehauen hast da jetzt und die ganzen Zusammenhänge erklärt hast. Ich denke und hoffe, dass es sehr gut verständlich war für alle da draußen. Du bietest ja auch tolle Ausbildungen an. Einen Teil davon durfte ich auch schon miterleben vor einiger Zeit. Wenn die Menschen noch mehr von dir wissen möchten, wie und wo erreichen sie dich, was ich natürlich dann auch später unter dem Video verlinken werde.
Ja, auf inex-health.com gibt es alle Infos zu allen möglichen Ausbildungsformaten. Man kann uns aber auch auf Instagram finden unter inex.education, wo wir regelmäßig, wie ich finde, sehr wertvolle und coole Posts raushauen zu den unterschiedlichsten, ja, zu den unterschiedlichsten gesundheitlichen Bereichen eigentlich, angefangen von den Sachen, die wir jetzt eben heute besprochen haben, auch von Mindset, auch vom Bewusstsein, bis hin zu den hochkomplexen Infos über DNA und Epigenetik und auch Langlebigkeit. Wer da Interesse hat, gerne vorbeischauen. Ansonsten vielen, vielen Dank, Thorsten, für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, der ein oder andere konnte auch ein bisschen was mitnehmen. Zumindest, was mir auch am Herzen liegt, ist eben dieses Thema, unser Bewusstsein zu schärfen. Vielen Dank und liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis bald.